Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. Ja, ich habe beim letzten Mal an einer ziemlich spannenden Stelle aufgehört, da verlässt mich direkt meine Stimme. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen, denn um uns herum gibt es eigentlich nur ausschließlich spannende Dinge zu erledigen. Und ich bin gerade am Überlegen, in welcher Reihenfolge das am meisten Sinn macht. Ich glaube, ich wollte noch ein bisschen kämpfen, um Sarah für den Cryptid-Kampf mit CP zu versorgen. Deswegen würde ich das jetzt erstmal als ersten Ansatz nehmen. Ich muss nur aufpassen, weil die Vergangenheit hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass die Cryptid-Kämpfe durchaus ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen können. Ich muss mal gucken, dass ich vorher nicht so viel Zeit schon verbrate. Dieser eine, der da im Wald war, ich habe den Namen jetzt vergessen, der im Lunaria irgendwas Park, Lunaria Nature Park oder so hieß das Ding, glaube ich, der hat ja komplett den ganzen Part, meine ich, beansprucht und deswegen könnte das hier eventuell auf Überlänge hinauslaufen. Also wenn ihr seht, dass der Part Überlänge hat, dann wisst ihr vermutlich auch, womit das zusammenhängt. Dann ist er entweder sauschwer oder ich habe mich festgebissen und meine Niederlage nicht akzeptiert. Irgendwie eins von beiden wird es dann vermutlich sein. So, das war vielleicht mit Ariel auch gar nicht so klug, fällt mir gerade ein, denn Sarah hätte vielleicht ein paar Male mehr angreifen können, aber egal. Wir werden noch andere Gelegenheiten finden. Die Trial Chest ist auch so ein Ding. Da steht und fällt auch schon wieder alles mit den Leuten, die da involviert sind. Was ist das denn für ein Gegner? Also die Gegnerfamilie, die kenne ich, aber nicht die Farbe. Das sieht irgendwie schön aus. Sieht so ein bisschen abgespaced aus. Oh, jetzt habe ich den aber... Ich bin gerade ultra dumm auf den zugelaufen. Aber trotzdem noch geklappt, obwohl ich eher so ein bisschen seitlich reingelatscht bin, aber egal. So, Sarah sollte auf jeden Fall pro Kampf einen Schlag austeilen. Warte mal, ich habe mal noch eine andere Idee. Ach, warte mal, ich könnte eigentlich auch Alyssa mit reinbringen. Das ist doch die Idee schlechthin. So, warte mal. Nee, ich wollte jetzt einmal Motivate nehmen, weil dann ja auch nochmal 10 extra Pünktchen kommen. Aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn die gute Alyssa, die kann das Ganze deutlich schneller zustande bringen. Mit ihrem Blessed Arrow, deswegen mache ich das einmal. Auch wenn es für die anderen jetzt nicht allzu viel bringt, aber egal. So, und der ist gewanished. Okay, 127 hatte sie gerade, das ist IO. Kann man erstmal so stehen lassen. Dann schauen wir mal. Ich habe auch mitbekommen, dass wir im vorletzten Kampf, das glaube ich auch U-Material wieder bekommen haben. Ich hätte hier in den Kisten, wäre ich jetzt nicht traurig gewesen, noch mehr davon zu finden, aber man kann nicht alles haben, ne? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Auch das Gaming-Leben nicht. Nightmare. Nightmare? Warte. Nightmare wird wahrscheinlich den Nightmare-Zustand verursachen, aber was kann das darüber hinausgehen? Das ist hier die Frage. Attacks Crafts can inflict Nightmare 10% Chance. Eigentlich eine richtig geile Zustandsveränderung, wenn sie denn den Gegner trifft. Ich weiß noch nicht, ich habe eher das Gefühl, dass die meisten Gegner gegen Nightmare nicht so empfindlich sind. Oder ich habe da nie so drauf geachtet, weil ich wenig damit arbeite. Kann natürlich auch sein. So, da ist auf jeden Fall der gute Stefan, würde ich sagen. Was ich jetzt aus der Ferne so erkannt habe. Und der sitzt vorne im Rechner. Das ist ja interessant. Sollte der nicht eher Schach spielen? Hat er sich ein neues Hobby gesucht? Nicht, dass der... Jackpot-Kiste! Hi! Nicht, dass der Magias traurig ist, wenn du mit ihm jetzt nicht mehr spielst. Was ist los, Stefan? Die Leute sorgen sich um dich. Aber wir wussten ja, dass er irgendwie auf Forschungsreise ist oder so, ne? Das hatte uns ja jemand gesagt in Ruhe. Hä? Aren't you Reen? Oh good, we found you. Reen explained how they came to search for him after hearing he had disappeared from the Institute. Really? Sorry you had to come all this way looking for me. I'm happy you did, though. I'd love to come and join you on the Courageous as soon as possible, but... Well, I came here to conduct a test on a program I recently developed. I think it will prove useful to you, so if I could, I'd like to get it finished before hopping aboard. Unfortunately, I ran into a nasty bug during testing and now it won't work properly.
Oh, right, I wish we could help, but... Yeah, I know machines, but nothing about computer programming. Haha, don't worry about it, I'll work things out eventually. Anyway, you mind checking in with me later? This could take some time. Sure, we drop by later. I wonder if Marcus would be able to help him. He was always good with computers during lessons. Maybe we should go back to the Courageous and bring him here? Stimmt, Marcus ist ja gar nicht Teil des Teams. Ist auch nicht die erste... die erste Mission, wo das notwendig ist, ein bestimmtes Partymitglied reinzunehmen. Ich nehme mal temporär Emma raus, hol dafür Markias rein. Werde ihn jetzt aber nicht ausstatten mit Quarzen und so. What the? That looks like... Oh ja, der Stefan ist im Bedrängnis. Don't come any closer. Goddess, please help me. Stefan! Dein Kumpel ist on board, Markias Reen. Leave this one... These monsters to us. Okay, wenn der jetzt fix im Kampf ist, dann ist der ultra schwach und ich habe ein Problem. We'll take care of them. Bitte nicht nur ihr beide. Okay, ich bin mit meiner Hauptgruppe dabei. Dann ist das ja easy. Dann sollte das nicht das Problem sein. So, dann wird erstmal wieder eine Runde motivated. Meine Gruppe steht irgendwie sehr merkwürdig versetzt. Ich habe den Kampfvorteil nicht. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ich glaube, ich werde mal sowas hier einsetzen, weil ich muss eh noch ein paar Ründchen mit Sarah drehen. Oh. Okay, Sarah ist nicht mal zum Einsatz gekommen. Das ging schnell. Danke, Laura. Dass uns wieder mal von deiner brillanten Kraft und Stärke überzeugt. So schnell kann es gehen. Hugh, there we go. You aren't hurt, are you, Stefan? No, no, I'm fine. Thanks to you coming to my aid, I don't even have a scratch on me. Thank you so much, Markias, the rest of you guys too. Boy, am I ever glad you showed up when you did. Am I ever glad you showed up when you did? Komischer Satz. It's good to see you too. I was praying you made it out of Trissa alright. Same here. Another happy reunion. Aw, nice to see you two reunited. Moving along, I hear you ran into some sort of bug in a program you made. I studied programming quite a bit back at the academy, so I'm inclined to think I might be of some help to you. What do you say? Really, Markias, that would be swell. Swell? Ich dachte zuerst, da steht, that would be sweet. Programming's not really my field, but I do know machines. Mind if I chip in? Ich glaube, je mehr Augenpaare, desto besser, oder? Oder je mehr Brains. Markias und Stefan teamed up to debug the program. Meanwhile, the rest of Class 7 stood guard, ensuring that they could focus on their work. Ende gut, alles gut. It's done, now it works perfectly. Thank you, Markias and everyone here too. Thanks again. I'm just glad I wasn't out of my depth. Incidentally, what kind of program is it? It's a database system to gather info from combat situations. Not to blow my own trumpet, but it's really useful. You can pull up anything stored in this little guy instantly. Wow, recording combat statistics, huh? That does sound rather convenient. Yep, and knowing is half the battle. I tried inputting the data from the fight you just had as a test, and it's looking like it will work great. It will work great, punkt. Sorry I had to put you out to finish things, but thanks to you it ended up being a huge success. I'll have to go and let Rato know about this right away. Alright, everyone ready to head back to the Institute? Lass mich raten, wenn wir das direkt hingenommen? Hingebracht? Mitgenommen? Ja. Dann habe ich den ganzen Weg da nochmal latschen. No! Thanks a ton for finding him. I'm guessing you're gonna go with them, Stefan. That's right. Still, thank you so much for all you've done for me. Now I'm going to do my best to support my fellow Academy students. Haha, awesome and good luck. I'll keep rooting for you. By the way, I put the database program you made onto a memory quartz. All you need to do is install it onto one of the Courageous computers and you'll be good to go. Thank you. This will sure come in handy. It will be great to have you with us, Stefan. Let's work to take back our academy together. You bet. Haha, they're so worked up, you'd think they were in some sports club instead. Ey, Schach ist ja auch Sport.
nur Brainsport halt, ne? After bidding a fond farewell, Ratto returned to his lab and Class 7 guided Stefan to the Courageous. Das ist, Stefan wird wahrscheinlich die ganze Zeit im Computerraum abhängen, ne? Wäre ja irgendwie das Naheliegendste. Ich darf nicht vergessen, wenn ich da das nächste Mal hingehe, einmal nach ihm Ausschau zu halten. Ich habe, glaube ich, bisher immer alle Studenten direkt auch angesprochen und gesucht, oder? Bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob ich nicht vielleicht sogar schon mal jemanden vergessen habe, jetzt zuletzt. Na gut, so. Erstmal gehen wir wieder zurück zu unserer alten Gruppe. Einmal confirmen, bitte. So. Und dann... lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir sind über Norsha Highway, sind wir doch dahin gekommen. Ich musste gerade, hatte gerade irgendwie... Für einen kurzen Moment war ich mir gerade nicht sicher. So, bin am Überlegen. Ich glaube aber, die Gegner nehme ich jetzt hier nicht mit. Aber die Kisten würde ich gerne mitnehmen. Nur wenn ich die jetzt einmal öffne, dann fällt der mir in den Rücken, ne? Ich weiß doch, wie der Hase hier läuft. Warte mal, da nehme ich die jetzt vielleicht doch mit. Ist ja letzten Endes auch egal, über wen ich jetzt die restlichen CP reinhole. Ich hätte mich ja theoretisch auch einmal nach Ymir porten können, ne? Das wäre... Weiß ja nicht, ob das mit einer Zeitersparnis verbunden wäre. Aber Ymir ist halt noch so... unentdecktes Land, wenn man auf dieses Kapitel blickt. Also da wird es wahrscheinlich auch einige Neuerungen geben. Und da würde ich mich eigentlich schon gerne überraschen lassen. Vielleicht macht es genau deswegen auch Sinn, nach diesem ganzen Ruhrgebiet einfach mal mit Ymir weiterzumachen. So, warte mal. Ah, ich hatte ja... Ach, ich bin doch dumm. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt vor ein paar Minuten davon ausgegangen bin, dass ich hier noch eine Trial-Chest habe. Die haben wir doch am Ende der letzten Folge schon abgefrühstückt. Alles gut. So, ich glaube, den hier nehme ich nochmal mit, weil die werfen, würde ich sagen, auch ein bisschen mehr Experience ab als manch anderer Gegner, der hier seine Runden dreht. Wobei die Fische, glaube ich, auch nicht ohne sind. Sarah ist übrigens voll. Ich wollte jetzt nur vielleicht nochmal ein paar Bravery Points mitnehmen und dafür Sorge tragen, dass Alisa hier auch mit vollen Dings rausgeht. Oh, ich mache aber gerade wenig Schaden irgendwie. Was ist hier los? Schaffen wir das überhaupt? Warte mal, meine Damage-Dealer sind eigentlich am Start. Guck mal, da haben wir jetzt nämlich den vierten Point. Es gibt wahrscheinlich nichts Besseres, als mit 5 Bravery Points in den Cryptid-Kampf zu gehen. Darauf soll die ganze Planung hier auch abzielen. Okay, also eigentlich wäre ich jetzt spontan eher in Richtung Norsha Highway 3 weitergereist. Aber, wenn wir jetzt alle hier voll sind, dann wird das eventuell gar nicht nötig sein. Guck mal, auf den Punkt genau. Danach wäre der Gegner an die Reihe gekommen. Wobei durch die Zustandsveränderung vermutlich nicht. Aber Leute, also 2 von meinen Leuten sind gerade kurz vorm Level-Up. Ich glaube, das sollte ich eventuell noch mitnehmen. Den nächsten Kampf schmeiße ich aber raus. Wo laufe ich denn hin? Ich habe schon wieder eine richtige Bombenorientierung. Hier, der Fisch, an dem ich vorhin vorbeigelaufen bin. Genau, den nehme ich jetzt noch einmal mit. In der Hoffnung, dass sich hier Level-Ups ergeben könnten. Ey, jetzt kommt hier einer. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich meine, vielleicht reicht das. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dem nicht so sein wird. Oder? Doch! Doch, 2 Level-Ups. Wie cool. Sehr, sehr cool. Nicht mal ein Speed-Pünktchen kriegt er oben drauf. Sie kriegt wenigstens Agilität, aber auch kein Speed. Schade. So, aber egal. Jetzt ist der große Moment gekommen. Jetzt kommt schon wieder die alte Aufregung. Die Aufregung alter Tage. Es ist wirklich schon ein bisschen her, seit wir den letzten Cryptid gemacht haben. Der sieht auf den ersten Blick jetzt auch nicht so ultra magisch aus oder so. Vielleicht wäre das ein Gegner, wo Vieh gar nicht so eine schlechte Wahl wäre. Aber ich werde mal mit meiner Hauptgruppe erstmal starten. Weil ich könnte auch überlegen, Rin rauszunehmen. Und für diesen einen Kampf halt auf die Mädels zu setzen. Ich glaube, ich probiere das mal. Ich speichere auf jeden Fall. So, Rin und Alisa auf der Ersatzbank, ey. Wehe, die fangen da an zu fummeln. So, ich glaube, die hier kriege ich nie hinterrücks, ne? Ich würde einfach nur mal aus,
aus reiner Neugierde gleich mal schauen, ob ich jetzt an die rote Kiste rankommen würde. Wenn ich denn wollte. Ich glaube, ich will aber eh zuerst Encrypted machen. Aber guck mal, es sieht eigentlich so aus. Wobei, da kommt schon Warning. Nee, wir machen das jetzt einfach. Das mache ich ja alles doppelt und dreifach, vor allen Dingen, wenn ich den nicht im First Try schaffe. Agnagaren. Das sieht aber geil aus. Ich liebe diese Kämpfe. Auch wenn mich manche von denen schon extrem frusten, aber trotzdem. So, gucke mal. Ein bisschen was an leichter Elementarschwäche bringt der mit, aber ich glaube nichts, was irgendwie der Rede wert wäre. Sie hat gerade Zero Arts. Was ist das denn für ein komischer Einstieg? Kann ich bei ihr gar nicht gebrauchen. So, ich werde aber... Thunder Vortex ist auch gar nicht so uninteressant. Ich meine, Stärke minus 50%. Minus 50%, das ist voll viel. Ich werde sie aber erstmal boosten. Und hoffen, dass das jetzt kein Fehler ist. Mal gucken, was der kann. Das ist ja eigentlich immer die spannendste Frage. Okay, Breath trifft auf jeden Fall schon mal alle. Also, außer natürlich Vieh. Ich glaube, Vieh ist so gut wie untreffbar. Bravery Points. Guck mal, da fehlt gar nicht mehr. Also ich brauche einen Critical Hit, um damit auch erfolgreich zu sein. Ich muss jetzt erstmal gucken, was sie überhaupt kann. Das geht nur auf sie selbst. Das hier ist Area S, hat Seal und Delay. Das hier ist Line mit Feint und KO. Blind und Seal. Das ist ja auf Zustandsveränderungen ausgelegt, ne? Die sie aber für den eher weniger braucht. Er hat nicht einen einzigen Punkt auf 20. 20 wäre vielleicht so eine kleine Motivation, mal was zu probieren in die Richtung. Aber ganz ehrlich, ich glaube, sie wird jetzt einmal angreifen. Und dann werde ich mit ihr auch gleich den S-Break nehmen. Ja, weil warum warten? Ich könnte sie natürlich irgendwie boosten. Ich skippe das jetzt mal. Bis sich abzeichnet, dass wir hier vielleicht gewinnen. Und gegen Ende kann ich ja die siegreichen S-Breaks dann drin lassen. Ich habe nur Angst, dass wir uns das umsonst angucken, weil ich nach der Hälfte des Kampfes schon wieder ins Gras beiße. So, und bei Laura, warte mal, sie hatte doch auch irgendwie, ja, sowas hier. Arts Defense ist bei dem natürlich gefährlich, weil der kann mindestens Fire Breath und das wird definitiv eine magische Attacke sein. Boah, auf der anderen Seite, ey, wenn sie mit einem voll aufgeladenen 200er S-Break auf den rauf geht, dann macht, glaube ich, keiner hier aus der Runde mehr Schaden als sie. Ich glaube, ich gehe das Risiko jetzt ein, wie unschwer zu erkennen ist. Ich muss noch gucken, dass ich gleich wieder die CP irgendwie reingebracht kriege. Ich könnte aber natürlich, das ist nämlich auch ein interessanter Ansatz, um Laura so ein bisschen zu schützen, das hier nehmen. Und ich glaube, genau das werde ich tun. Vieh steht jetzt leider... Oh nein, ein bisschen weit weg, aber Emma auch. Oh Mist. Ich meine, Vieh wird eh nicht getroffen. Wichtig ist in erster Linie, dass Laura geschützt ist, weil sie jetzt gerade mit sehr eingeschränkter Magic Defense unterwegs ist. Ich würde mal sagen, alles richtig gemacht. Emma braucht auf jeden Fall Heilung. Und das kommt sogar zurück. Schade, dass der Schadensoutput nicht ein bisschen größer ist, aber man kann nicht alles haben. So, ich könnte jetzt theoretisch overdriven. Ich glaube, das hebe ich mir noch auf. Ich will erstmal den Burst-Angriff hier irgendwie zustande bringen. Jawohl, jetzt ist es soweit. Perfekt. Coole Gruppenkonstellation, würde ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das müsste dem auf jeden Fall gut wehtun. Und guck mal, Sarah ist jetzt auch schon wieder soweit. Der hat fast 300.000. Kann es sein, dass bisher kein Cryptid so viel Energie hatte wie der? Der ist einfach nur ein bisschen tanky, würde ich sagen, ne? So, warte mal, dann lass mich mal... Das ist jetzt die große Frage, auf wen ich umschwenken will. Wenn ich jetzt Alisa nehme, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann könnte jetzt Sarah nämlich... Weil sie hat ihren Boost... ihren Boost hat sie noch drin. Das heißt, ja, da müsste jetzt ein bisschen extra Damage auch bei rumkommen. Aber wenn ich das aus dem Overdrive heraus eingesetzt hätte, dann hätte ich einen Critical Hit, ne? Das
wäre es vermutlich noch sinnvoller gewesen. Aber das kann ich ja gleich mit Laura machen. Sehr schön. So, Laura kommt als nächstes an die Reihe und ist gerade mit Alisa gekoppelt. Warte mal, Blessed Arrow. Genau, die beiden Mädels, die müssen kontinuierlich nachbefüllt werden, sag ich mal, mit CP. So, damit ist Laura jetzt voll. So, Laura kann noch nicht in den Overdrive mit Alisa gehen, das ist ein bisschen schade. Kann sie mit ihr in den Overdrive? Das geht. Okay, dann würde ich das jetzt einfach mal tun. Danach ist Emma an der Reihe, was auch gut ist, weil sie müsste sich selber nochmal heilen. Oder Magic Reflect nochmal updaten oder auffrischen, je nachdem. So, drei Runden habe ich. Laura kommt am Ende nochmal an die Reihe. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich einen Vorteil, wenn ich jetzt... Wobei der S-Break, der kostet mich doch hier keinen Zug, oder? Wenn ich in dem Modus bin. Hat sie ihre... Ja, sie hat ihren Stärkeboost hat sie noch drin. Ich mache jetzt mal den. Dann sollte der nämlich auf unter 200.000 fallen. 60.000, jawollo. Das kann sich sehen lassen. Meine größte Angst ist, dass der sich heilt. Das würde ich irgendwie... Das ist ja eigentlich der absolute Worst Case. Wenn der sich nicht heilt, ist alles gut. Boah, jetzt nochmal Sarah irgendwie 60 CP reindrücken. Das wäre nice, aber ich glaube, ich habe nichts, was auf 60 hinausläuft. Ich glaube, das höchste der Gefühle wären 50, oder? Oder habe ich hier irgendwo noch so ein 60er-Ding? Ich schätze nicht, aber ich guck mal sicherheitshalber. EP ist nicht das, was ich will. Hier haben wir 20, das ist zu wenig. Nö. Da sind wieder 20 gewesen. Es wäre so cool, wenn man hier filtern könnte, ne? Ich glaube, ich habe das irgendwann in Teil 1 auch schon gesagt. Einfach filtern nach dem Attribut, was du suchst. Hier haben wir die 15. Und fertig ist. Das würde so vieles erleichtern. Oh, mein Special Curry habe ich immer noch in der Hinterhand. So, wir lassen's. Sie greift noch einmal an. Und der hat bisher nur Inferno Breath gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, was der sonst noch so kann, aber das ist eigentlich verschmerzbar, auch vom Damage-Output, den er hier mitbringt. Du musst dich auf jeden Fall einmal heilen, Mäuschen. Ich will nämlich nicht, dass du jetzt stirbst. So, wenn sie das jetzt tut, dann kommt sie vor dem Gegner an die Reihe, das ist okay. So, ich könnte jetzt nochmal in den Overdrive, aber das will ich nicht. Ich greife mal erstmal ganz normal an. Jawohl, sogar mit Critical Hit. Ich habe so Angst vor weiteren Angriffen, die ich hier gegebenenfalls noch nicht kenne. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht viel krassere Sachen noch beherrscht. So. Scheiße. Okay. Mega ätzend, ey. Dass sie sich ja aber auch wirklich alle heilen. Dann gib dem 500.000 HP, ist mir egal, aber hört auf mit dieser Heilungsscheiße, ey, das nervt einfach nur. Wird hier ein richtiger 10-Stunden-Kampf jetzt werden. Boah, ätzend. So, Laura ist imstande 60.000 auszuteilen. Vielleicht wäre es dann doch sinnvoll, Elliot hier mit reinzubringen. Also wenn ich an dieser S-Break-Taktik festhalte, dann ist er natürlich prädestiniert, weil er die ganze Gruppe nochmal mit 200 voll machen kann. Boah, echt schwierig. Dann hau noch so viel, ey. Der hat sich über 40.000 hat er sich gerade zurückgegeben. Vielleicht kann ich ja ein bisschen auch auf mein Glück spekulieren und... Der macht das vielleicht in manchen Runden dann wiederum auch nicht. Keine Ahnung. So, warte mal. Die beiden Mädels, also zumindest Sarah, wäre dann gleich wieder imstande. Ah, von der Reihenfolge her ist das ein bisschen blöd. Eigentlich wäre es besser gewesen, Sarah erstmal rankommen zu lassen, damit sie sich boosten kann. Dann macht Alisa ihre CP voll und dann geht sie in den Angriffsmodus über. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen... bisschen verschieben. Ey, wenn der sich jetzt auch noch komplett hochheilt, dann
Okay, der hat auch so normale Standardangriffe, die auf einen gehen. Das ist auch erstmal okay, solange er niemanden one-hittet, sage ich mal. So, was machen wir mit dir? Ich glaube, sie wird nicht drum rumkommen, hier regelmäßig für Heilungsnachschub zu sorgen. Hauptsache ist, sie kommt immer irgendwie vor dem Gegner noch an die Reihe. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Boah, ich hatte den schon so schön runter, ne? Jetzt nochmal ein Burst-Angriff hier und da. Ja, ich muss halt wie in den anderen Cryptid-Kämpfen teilweise auch eigentlich mit den vollen 200 mit mehreren hintereinander ran. Am besten alle irgendwie geboostet und gepusht. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil Sarah könnte gleich sterben, wenn ich sie nicht heile. Ich habe aber eigentlich keinerlei Ambition, sie mit Laura zu heilen. Sie wird jetzt erstmal den hier machen. Ja, jetzt habe ich es schon wieder versäumt, vorher in den Overdrive zu gehen. Muss immer ein bisschen mehr aufpassen mit den Reihenfolgen, weil hier wäre deutlich mehr Schaden auch drin gewesen. Sie hat aber gerade ein bisschen Heilung bekommen. Ich habe gar nicht mitbekommen, wodurch eigentlich. Overdrive braucht halt auch so lange, um sich wieder zu füllen. Das ist jetzt so ein bisschen mein Joker. Den will ich jetzt so früh eigentlich nicht nochmal verbraten. So, dann haben wir hier wieder die Fünfe voll. Jetzt stirbt Sarah bestimmt. Es sei denn, sie weicht aus. Nee, das hat sie überlebt. Das macht gar nicht so viel Schaden. Wobei ich glaube, die haben auch alle ihren... Achso, sie hat Reflex sogar noch drin. Ich glaube, die haben alle ihre krasse Dingsrüstung an, die so die Arts-Defense so heftig pusht. So, Blessed Arrow. Auf die üblichen Verdächtigen. Auf sich selber geht das ja nicht, jawohl. Okay, so, was mache ich mit dir? Ich würde eigentlich schon gerne nochmal das hier updaten. Auch wegen dem Defensivboost. Oh, Mädels, ey, bisschen näher zusammenrücken, ne? Und ihr würdet alle davon profitieren. Aber dann werden erstmal die beiden hier den Vorzug bekommen. So, Laura ist wieder voll. Also ich werde, glaube ich, das nächste Mal, wenn Laura und Sarah vielleicht irgendwann mal den Punkt erreichen, dass sie beide bei 200 sind. Ah, shit. Ich wollte jetzt eigentlich Burst auslösen. Das war so ein bisschen meine Hoffnung. Oh, nur 16.500. Das ist ja gar nichts. Die hat von 60.000 rausgeballert. Aber sie ist auch gerade nicht geboostet. Das habe ich vergessen. Das hätte ich vielleicht in der Runde machen können. So. Ich habe nur Angst vor seiner nächsten Heil-Action. Ey, der wäre eigentlich voll machbar, wenn er sich nicht heilen würde. Das ist so nervig. Ich habe ein bisschen Heilungsnotstand. Wobei es jetzt nicht der Ultra-Weltuntergang wäre, wenn Laura stirbt, weil sie hat 38. Das Traurige ist eigentlich eher der Zug, der dann flöten geht, um sie wiederzubeleben. Was ist das denn? Ja, und natürlich auf sie. Auf wen auch sonst. Laura, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen warm. Ich hoffe, du hast dich vorher mit Sonnencreme eingerieben. Okay, nö, sie weicht einfach galant aus. So kennt man sie. Dafür lieben wir sie. Macht sie einfach mal voll ein auf Vieh. So. So lass ich mal überlegen. Sarah ist an der Reihe. Sarah wird angreifen und holt ein Crit für uns raus. Wundervoll. Sie ist am Zuge und wird wie gehabt hier mitarbeiten. Dieser Heilungseffekt, der ist auch so geil, ne? Ich liebe Blessed Arrow. Damit hat sich Alisa echt so einen Platz auf Lebenszeit gesichert in meinem Hauptteam. So, warte mal. Ne, die Mädels haben sowohl Defensiver als auch Reflexion noch drin. Hat Reen irgendwas, womit er die Stärke von anderen boosten kann, außer Motivate? Motivate ist immer noch besser als nichts. Aber habe ich nicht... Ah, warte, ich habe noch diese Geschichten hier. Da war ja noch was, aber das ist eigentlich... Warte mal, wie viel Energie hat der noch? Oh, der hat nur noch 87.000. Das ist gar nicht mehr so viel. Moment. Wir holen jetzt Vali.
Das hier ist natürlich auch geil, aber wir holen jetzt Valimar. Schafft er 87.000 Schaden bei dem zu machen? Keine Ahnung. Prost. So, jetzt geht's los. Heavenly Slash. Do exceptionally powerful slashes. 100 CP, das könnte ich zweimal machen. Burn ist, glaube ich, vergeudete Zeit. Ich mach mal den hier. Ich werde vermutlich auch zweimal davon Gebrauch machen. 27.000. Ich glaube, der könnte down sein. Ich weiß gar nicht, wie viele... Also der wird vielleicht nicht durch Valimars Hand sterben, aber wenn der sich jetzt nicht heilt, dann wird die restliche Gruppe mit den restlichen... Oh nein, das ist die Heilungsscheiße. Ich weiß nicht, warum mich das letzte Mal heilende Gegner so aggressiv gemacht haben wie hier in dem Spiel, aber das geht echt auf keine Kuhhaut. Wie das einfach so der einzige Stärkeindikator ist, so richtig. Einfach nur dumm. Ja, drei Runden. Einmal hätte der noch mit seinem Heavenly irgendwas dazu hauen müssen, dann wäre es das vielleicht gewesen. Oh, der ist danach nochmal dran. Ey, wenn der sich nochmal heilt, ey, das wäre so eine Vollkatastrophe. Ich würde jetzt eigentlich als primäres Ziel am liebsten... Nee, das ist keine Heilung, das ist schon mal gut. Ich würde jetzt Laura gerne noch um 100 weitere CP beglücken und dann beide in den Overdrive schicken und dann hier eventuell den Sack zumachen. Aber wie kriege ich sie da so schnell hin? Das geht eigentlich gar nicht, außer ich nehme hier so ein Wiederbelebungs-Item. Wobei, ich glaube, das kannst du nicht mal auf... Ich glaube, das kannst du nicht mal auf Lebende anwenden, oder? Außerdem, nee, das ist so eine Mogelpackung. Irgendwie will ich das nicht. Ich werde jetzt auf die Blessed Arrows warten. Bitte heil dich nicht. Okay, der beißt nochmal zu. Gönn dir alle Mädels hier in der Gruppe. Du kannst auch mal an Reen rumknabbern, aber bitte heil dich einfach nicht. Du kannst auch Leute von mir töten, gar kein Thema, aber heil dich nicht. Das ist meine einzige Bitte. So, ich bin jetzt am Überlegen, dieses Curry-Zeug, das hat nochmal wie viel? Nee, das hat gar keine CP zurückgegeben. Das habe ich jetzt verwechselt. Ich dachte, da wäre auch noch CP. Dann wäre das aber auch ein bisschen imber. Wäre auch ein bisschen zu viel des Guten, vermutlich. Oder nehme ich jetzt den Overdrive? Der hat 67.000. Boah. Ich weiß nicht, aber eigentlich müsste Sarah ja ungefähr... Wobei, ich habe eine Idee. Warte, ich werde sie jetzt hier nochmal boosten. Ja, dann einmal den hier. Dann rücken die nämlich mit ihren CP auch wieder ein bisschen zusammen. So, dann kommt hier der Blessed Arrow. Oh, guck mal, der trifft sogar Reen. Sehr gut. Der darf sich einfach nur nicht nochmal heilen. Ich habe Angst, dass er sich heilt. Bitte tu es einfach nicht, okay? Weil Laura ist jetzt gerade auch nicht gestärkt, aber den Stärkungseffekt von Sarah, den würde ich gerne... Okay, der greift normal an. Geil. Geil, geil, geil. Ich muss aufpassen, dass mir jetzt hier meine Leute nicht wegsterben. Shit, der Gegner kommt leider noch vor Alisa an die Reihe. Was sehr, 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 sehr schlecht ist. Uff, das ist eine Zwickmühle. So, warte mal. Emma könnte für Heilung sorgen, die dringend notwendig ist bei beiden Mädels leider. Ah, das ist so schwierig. Ich werde jetzt einfach, weil ich diesen Effekt hier nicht verpuffen lassen will. Ach, das war dumm, weil Sarah war gerade an der Reihe. Sie hätte auch normal vorher angreifen können, egal. 32.000. So, ich brauche jetzt jemanden, der mir Laura aufpäppelt. Und zwar am besten hiermit. Eigentlich würde ich gerne, dass beide aufgepäppelt werden. Wobei bei Sarah die Chance eigentlich ganz, ganz gut steht, dass sie den nächsten Angriff überlebt. Ich könnte jetzt nochmal heilen, aber nö.
Ich gehe jetzt das Risiko ein. Irgendwie kommen hier gerade keine Crits mehr. Ich habe gerade so ein Glück, dass der sich nicht heilt. Ich glaube, das könnte hier sogar echt was werden. Ja, Laura ist voll. Laura ist voll, aber nicht geboostet. Boah, ist das gerade schwer. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde ihr jetzt den Boost über ein Item zuführen. Ich hätte gerne am liebsten Stärke 50%. Ich glaube, sowas hatte ich doch hier irgendwo, oder? Oder verwechsel ich das mit den ganzen Crafts? Defensive 50. Das Ganze nochmal einmal für Stärke. Hier. So, da haben wir es wieder. Spicy Curry. Ganz schön teuer. Warte mal. War das Curry, was ich auf dem Schiff nachkaufen konnte? Es gab da noch so eine andere Curry-Sorte. Ich will nur gucken, was ich hier noch für Alternativen habe. Hier haben wir 25 wieder nur. Ach, 10 CP. Ich habe gerade irgendwie eine andere CP-Zahl gelesen. Hier, Special Curry. Das ist, glaube ich, das, was ich kaufen kann auf dem Schiff. Deswegen habe ich doch 10 davon. So, und das bekommt einmal Laura. Und damit kann sie jetzt im Grunde genommen richtig auf die Kacke hauen. Und das wird sie auch. Wobei, Moment, wenn ich jetzt in den Overdrive gehe, dann ist er safe tot. Er wäre es vermutlich auch so. Aber ich gehe jetzt mal ganz auf Nummer sicher. Und dann haben wir hier vielleicht einen würdigen Abschluss. Vielleicht sogar mit einem ganz guten Multiplikator. Ich weiß nicht, bin immer schlecht, das einzuschätzen. Vielleicht kriege ich hier sogar nochmal einen Burst hin. Aber spätestens, wenn Laura hier... Wobei, kann ich aus dem Overdrive heraus bursten? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe jetzt keine Risiken ein. Wir machen jetzt hier einmal den Sack zu und gut ist. Oh, das war voll wenig Schaden. Sie hat 50% Stärkebonus. Warum hat sie denn beim ersten Mal 60.000 gemacht und jetzt gerade nur die Hälfte? Das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Oh, meine beiden Favorite Girls hier in einem Bild. Ich mag das, wenn die als Team zusammenarbeiten. Ich hoffe irgendwie, dass Claire nochmal mit ins Spiel kommt und dass das nicht nur die relativ kurze Anfangsphase mit ihr zusammen war. Mega! Der Cryptid ist down und der hat gar nicht mal so lange gedauert, wenn ich so auf die Uhr gucke. Das geht eigentlich voll klar. Searing Sun Gem. Yes! So, jetzt bin ich natürlich alles andere als gut vorbereitet auf diese rote Kiste da hinten. Aber die werden wir trotzdem gleich irgendwie machen. So, wo ist denn das Neue? Das hier. Quartz containing a Sun Element Art lost to the ages. Wir hatten zuletzt einige feuerempfindliche Gegner. Sol Eruption klingt irgendwie stark. Ich weiß auch nicht. Wobei eigentlich alles irgendwie stark klingt. Wir lassen das aber erstmal da, wo es jetzt liegt. Wer hat denn jetzt noch S-Breaks? Irgendwie keiner so richtig, ne? Dann mache ich mal Folgendes. Ich werde mir mal den Gegner jetzt hier schnappen. Und gucken, ob ich mit der Alisa-Methode meine Leute hier vielleicht noch vollgemacht kriege. Ich denke mal, die Chancen stehen nicht allzu schlecht. Es sei denn, ich habe gleich wieder einen vor der Nase. Okay, bei dreien bin ich eigentlich guter Dinge. Da geht manchmal ein bisschen was. Aber ich glaube, für euch schneide ich den Kampf jetzt raus, weil das dauert sehr lange, wie ich das immer mache. So, ich würde sagen, jetzt sieht das schon wieder ein bisschen besser aus, weil eigentlich reicht das ja, wenn Sarah oder irgendjemand, der flächendeckend Schaden austeilen kann mit einem S-Break, wenn da jemand die 200 voll hat. Bei Emma fehlt auch nicht mehr viel, auch wenn ich mit ihr wenig S-Breaks mache, aber trotzdem. So, dann bin ich jetzt mal so optimistisch und werde da gleich reinstürmen, ohne zu speichern. Gucken wir mal, was da auf uns wartet. Aber die letzten roten Kisten waren ja auch nicht so das Thema. Ich hatte gehofft, dass ich aus dem letzten Kampf vielleicht noch eine Burst-Option mit rausnehmen kann. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Hydra. Aha. Die bringen aber wenigstens ein paar Schwachpunkte mit. Vor allen Dingen Wasser. Wasser mögen sie gar nicht. So, erstmal werden alle einmal motivated. Bei der guten Laura fehlt auch nicht mehr so viel. Ich
wünschte, sie könnte das ja auch auf jemand anderen machen. Weil das einmal auf Dings casten und dann... und dann gucken, was passiert damage-seitig. Das wäre echt cool. Ja, schwierig. Ich könnte einmal angreifen wegen der möglichen Burst-Option. Weil die sich hier nicht ergeben wird. Zumindest nicht, wenn Sarah jetzt ja einmal zum Kahlschlag ausholt. Und das wird sie hoffentlich gleich tun. Okay. So viel zum Thema, das wird nichts. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob ich danach dann überhaupt noch einen S-Break brauche. Ich glaube, das wurde mir gerade mit Nein beantwortet. Aber einer lebt noch, ne? Ja. Der letzte Lone Wolf. Der letzte tapfere Recke, der denkt, er kann hier gegen Sarah was im Alleingang ausrichten. Guck mal, wie voll die CP der Leute jetzt alle wieder sind. Wodurch kam das denn eigentlich zustande, durch den Burst? Ballora hat gerade noch irgendwie 50 CP noch gefehlt oder so, bis zur vollen 200. Deswegen überrascht mich das gerade etwas, aber nice. Sehr schön, U-Material, nur einer. Hätten sie bei der Gegnermenge ruhig ein bisschen mehr springen lassen können, finde ich. Ein Master Quartz. Ich glaube, Arius war doch der Stamm-Master Quartz von Elliot in der Vergangenheit immer gewesen, oder? So, warte mal. Hat hier jemand Wasser von meinen Leuten? Nö. Man kann ja trotzdem mal kurz reinsneaken. Recover so und so viel Damage als HP und als EP. Okay, das ist also so ein bisschen auf Absorptionseffekte ausgelegt. Ich bin nur überrascht, dass man den schon auf Level 4 findet. Haben wir die anderen nicht immer auf 1 oder auf 2 mitgenommen? Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Die Chance liegt allerdings bei 98%, dass ich vergessen werde, wenn ich auf der Courageous bin, dass ich hier einen Master Quartz gefunden habe, der vielleicht einen näheren Blick verdient hätte, aber... Am Ende wird es vermutlich nicht über Sieg und Niederlage entscheiden. Insofern ist das eventuell auch verschmerzbar. So, dann lass uns mal den dritten Abschnitt einmal abchecken. Dann renne ich jetzt hier nämlich einfach durch, weil dann haben wir hier alles erstmal mitgenommen, was es mitzunehmen gab. Und dann bin ich mal gespannt, wie weitläufig das hier ist. Achso, das hier war die Ecke, wo ich heute den Part begonnen habe. Mit der Trial Chest beim letzten Mal. Aber das hier müsste ja auch komplettes Neuland sein, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ach, und wir sind hier auch bei einem Schrein. Kann es sein, dass das der einzige Schrein ist, wo wir bisher noch nicht waren? Oder warum sind die ganzen Kisten hier noch geschlossen? Der Ignis-Schrein, der kam ja auch vom Namen her überhaupt nicht bekannt vor. Ich habe auch gerade gar keine Ahnung, wo wir rauskommen, wenn wir da langlaufen. Aber ich werde es vermutlich probieren. Vielleicht bekommen wir darauf heute auch die Antwort noch. Ich schaue gerade ganz akribisch Ausschau nach Holzkisten. Und eventuell werden wir beim nächsten Besuch auf der Courageous dann Valimar verstärken können. Vali wollte ich ihn doch immer nennen. So, mein Freund, du hoppelst uns aber sehr lange hinterher. Und tschüss. Ich habe jetzt mal Fee noch ins Team geholt, weil sie mit ihren CP noch nicht voll ist. Rin steht kurz vorm Level-Up. Also läuft alles, würde ich sagen. Aber das waren gerade 5 oder 6 Gegner. Ich glaube, das waren sogar 6. Da war einiges los. Das heißt, wenigstens werfen die Kämpfe dann ja auch ein bisschen Experience ab, was ich ganz gut finde. Und da ist sein Level-Up. Ey, mit Ariel. Ach nee, das ist gar nicht Rin. Ey, ich habe irgendwie Rin immer an oberster Stelle in Erinnerung, weil ich halt meistens mit ihm als Leader spiele. Aber das ist ja Fee die ganze Zeit gewesen, die da kurz davor stand. Soll mir auch recht sein. Mit Ariel sind die Kämpfe auf jeden Fall ein kompletter Witz, ne? Also die Gegner müssen nicht mal ultra empfindlich sein. Es reicht einfach schon mit dem Artswert, den Emma gerade hat, scheinbar einfach immer in die Gruppen reinzuzaubern. Ich kann euch das ja mal hier anhand von dem Gegner einmal demonstrieren. Aber eigentlich lohnt sich das nicht mal, das wirklich rauszuschneiden. Ich schneide ja eigentlich Kämpfe immer nur raus. Ja super, ausgerechnet. Jetzt, wo ich was zeigen wollte, kommen nur 2. Da brauche ich dann auch nicht zu zaubern.
Aber ja, das geht ganz gut. Ich meine, es gibt viele, viele Wege, wie man sich hier gemütlich durchs Spiel bewegen kann. Sowohl bei Bosskämpfen als auch bei Standardkämpfen. Und das hier ist auf jeden Fall meiner. Ariel bei den Standardkämpfen und S-Breaks bei den Bossfights. Nicht die spannendste Herangehensweise, aber vielleicht eine der gemütlichsten. Ich weiß nicht, wie andere so spielen. Aber Trails of Cold Steel, generell die Trails-Spiele sind auch gar nicht so... werden gar nicht so oft let's played, glaube ich. Wobei ich auch schon lange nicht mehr nachgeguckt habe, muss ich sagen. Ich weiß nur, als ich damals Trails in the Sky let's played habe, habe ich... war es das auch ein Ausrufezeichen? Da habe ich fast gar nichts gefunden. An anderen Let's Plays. Okay, warte mal, ich brauche irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge. Weil hier... also den Schrein werde ich auf gar keinen Fall besuchen, aber ich werde mir hier alle Kisten einmal schnappen. Und damit meine ich nicht diese Holzkisten. Wobei die natürlich auch praktisch sind, ne? Kannst du mal rein und raus gehen und ein paar davon kaputt machen. Weiß ich nicht. Gibt bestimmt schnellere Möglichkeiten, an New Material ranzukommen, aber das wäre... eine, die man durchaus in Erwägung ziehen kann. Wobei, wenn du so ein Eckchen findest, wo du vielleicht 5 Kisten oder so hättest, wäre es natürlich noch sinnvoller. So, die lasse ich jetzt links liegen, weil haben wir gerade eben schon mal gemacht. Ich würde nur gerne in die neuen Ecken vorpreschen. Und hier ist das jetzt auch Standardgegner. Und da kommt auch eine Warnung aus dem Team. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die nicht stunnen kann. Also, dass ich hier kein Triple Advantage rausholen kann. Ich probiere es trotzdem. Ne, funktioniert nicht. Das bleibt dann bei der Single-Variante. Okay. So, ich glaube, das könnte ein Kampf sein, wo ich gleich wieder auf meine S-Breaks zurückkomme. Ich vergesse nur jedes Mal. Wir könnten eigentlich Overdrive machen, wenn ich zweimal voll habe. Warum eigentlich nicht? Dann lass doch die Mädels wieder... ein bisschen am Rad drehen und ein bisschen abgehen. Ich vergesse immer ganz gerne, ob Sarah oder Laura gerade das stärkere CP-Wiederbefüllungs-Item angelegt hat. So, und dann machen wir jetzt hier was? Achso, doch, sie kriegt alle 4 in einen Kreis. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Ich dachte, das klappt jetzt hier wieder nicht, aber alles gut. Das müsste jetzt eigentlich einen netten Multiplikator bringen, oder? Ja. Für mich ist alles über 2 eigentlich ganz nett. 2 U-Materials vor allen Dingen bekommen. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Aber lass mich mal eben noch mal kurz gucken hier. Ach, sie hat... oh, das war dumm. Sie hat gar kein Headband. Gar kein Gladiator-Ding. Stimmt, weil sie das zweite hat. Was ja auch Sinn macht, will ich auch nichts dran ändern. Okay, ich hatte eine 50-50-Chance. Ich habe es verkackt. Aber dann wird Sarah beim nächsten Mal diejenige sein, die den Vortritt bekommt, wenn es darum geht, S-Breaks einzusetzen. Sie hat, glaube ich, auch die größere Range. Insofern macht das durchaus Sinn. So, hier gibt es erstmal ein paar Kreuzungskisten. Nicht, weil die Kisten sich miteinander kreuzen, sondern weil sie sich an einer Weggabelung befinden. Ich hoffe, wenn ich hier zu nah rangehe, dann triggere ich nicht irgendwas. Den mache ich auf jeden Fall als letztes. Phantom Phobia. Das war gar nicht so schlecht, aber das hat jetzt hier keine Sondereffekte. Was ein bisschen schade ist. Es sei denn, ich habe sie nur nicht erkannt. Terrifies enemies with an illusion of death. SS Plus, Area XL. Ja, ganz nett. Aber ich warte auf einen Quartz, wo das vielleicht einer von mehreren Zaubern ist. Auf so eine Special-Ausführung, wo du einmal was anlegst und dann irgendwie 3 geile Sachen hast oder so. So, mein süßer Freund. Ich hab schon mal gesagt, dass ich diese Gegner irgendwie mag, ne? Mal gucken. Diesmal, der wird mir bestimmt Kummer bereiten. Ich hab's richtig im Gefühl. Nee, nix Kummer, die war nur zu zweit. So, warte mal, ich muss jetzt aber erstmal Rin wieder mit reinholen, denn der soll ja seine Bonding-Werte vertiefen. Mit einigen Gruppenmitgliedern. Deswegen will ich ihn eigentlich nicht zu lange auf der Ersatzbank haben. Ist das nicht Lambert? Oh, aber Lambert stand, glaube ich, gar nicht auf der Students-Liste. EP Cut 2. Hat das nicht irgendwie mal jemand standardmäßig ausgerüstet bekommen? Nee, ich habe das irgendwie falsch in Erinnerung.
aber... Oh, nee, das ist Kenneth! Ach, ich bin so dumm. Kenneth stand definitiv auf der Liste. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Kommst du direkt mit? Oh, Rain, is that you? Kenneth, so this is where you've been. Oh man, I'm so glad to see you're safe. What have you been doing all this time? We didn't see you around here when we were heading to Rua. I haven't been here long, but have I got some stories for you. I left the academy as soon as the war broke out, of course. I guess I could have gone back home after that, but I didn't really feel like it. So instead, I've just been wandering between places unaffected by the war, living off of the fish I catch. I can't think of many who could lead the happy life of a fisherman during a time of civil war. Gutsy move. Ist echt so, ne? Eigentlich macht er alles richtig so. Bekommt wahrscheinlich am wenigsten von dem mit. Ich meine, das ist auch ein bisschen Verdrängung. Aber besser als, keine Ahnung, mitten im Geschehen zu sein und alles scheiße zu finden so. Anyway, I'm glad we ran into you. Would you be willing to join us? We could really use your help. Annabelle's been worried sick about you this whole time too. Rain explained to Kenneth that they were flying around in the Courageous and looking for students to fight by their side. Oh, really? Never would have guessed you were the ones on the Courageous. Well, it's an appealing offer and I am pretty worried about Annabelle. But I can't right now. There's something I need to do here first. What's that? Bestimmt wieder irgendeinen legendären Fischfang oder so. Care to fill us in? In a nutshell, something really important fell into the river, which would be pretty bad in and of itself, but the fish just so happened to be swimming by and swallowed it. I want to catch that fish and get it back. Something really important, huh? Yeah, but I'll catch it. I'll be staying right here until I do. Bestimmt der Verlobungsring für Annabelle oder so. Once I've done that, though, I'll come and join you. How about that? Ja, help out auf jeden Fall. Well, I could try to help you catch it. Remember, I know how to fish and we're bound to increase our odds of catching it with two fishermen, right? You mean it? Thanks, that would be great. The fish I'm after is a gluttonous bass. True to the name, it swallows anything it can get its big mouth around. Gluttonous bass, huh? Yeah, I can keep an eye out. Haben wir schon ein paar Male gefangen, also... Fremd ist der Fisch per se nicht. The fish you're looking for is called a gluttonous bass. They've got huge mouths and will swallow just about anything that comes near them. But with your help, I'm sure we'll have no trouble catching just the right one. The fish you're looking for near them. Hahaha. Okay, so, wo ist unsere Angelstelle? Da hinten. Oh, ist aber ganz schön weit weg. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was wir mit unserer Excellent Rod so rausbekommen. Ich bin irgendwie voll aufgeregt. Bei so Missionsangelgeschichten, das ist auf jeden Fall einer. Ich hätte aber gedacht, dass der irgendwie schwerer zu fangen ist oder anders gekennzeichnet ist oder so. Aber vielleicht ist es auch der falsche. Keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass ich keine Groundbaits brauche, um die Bestände wieder aufzufüllen. Aber direkt... Erster Treffer, Gold Necklace. Aha, also Schmuck auf jeden Fall. Kenneth, look, the fish had a necklace in its mouth. Wow, nice work, Rain. You caught our fish way faster than I expected. Mind if I take a closer look? Rain handed Kenneth the cuffed up necklace. This is it, this is her necklace. Haha, I'm so happy I was able to recover it, or that you were able to. Who's her? I was under the impression that we were looking for something of yours. Oh, I thought I told you already. Guess not. It's Annabelle's. Aha. Annabelle's? That's right. It's a memento of her grandmother. Okay, warum hast du das und wie kann man sowas bitte ins Wasser fallen lassen? She dropped it, in the river while we were running away together. So I thought I'd come back and see if I could find it for her. That's awfully ambitious. Ja, das sagt ja gerade der Richtige. Hehe, how sweet. Still, I couldn't be happier that you caught this for me. I better go give it back, shouldn't I? Hop on the Courageous and we'll give you a lift. We'll be in Emir before you know it. Haha, well, when you put it like that. Und schon haben wir ihn auf unserer Seite. Cool. Kenneth happily boarded the Courageous. And to...
Together they made their way to Annabelle's Inn in Ymir. Geh ich da? Ja, ich bin direkt schon dort. Alles klar. Kenneth handed the necklace over to Annabelle. Yes, this is it. This is Grandmother's necklace. Haha, what a relief. That takes care of that then. Mission complete. Thank you so, so much, all of you. Reen's the one who deserves all the thanks. He was the one who caught the fish that had swallowed it. It was honestly just luck that I caught it before you did. I bet if we hadn't shown up when we did, you'd have caught it yourself just fine without me. Haha, I'd like to believe I would have, at least. Regardless, with this necklace, I am now free to leave here whenever I wish. Let me take this opportunity to thank you for your advice too, Kenneth. Haha, I didn't do anything major, honestly. I hope you managed to sort out the whole engagement issue, though. Yes, so do I. Sounds like this is a personal matter we shouldn't intrude in. Anyway, I guess this means it's finally time for me to join you guys on the Courageous. I've got to repay you for all you've done for me and all that. We'll be happy to have you with us. Yay! Damit haben wir jetzt Stefan und Kenneth schon. Die darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Oh my, you've caught so many more fish since we've last spoken. Enough to become a gold angler, which also happens to be my rank. I'm stunned, Reen. You've made an amazing amount of progress in such a short time. Thanks, fishing is pretty addicting, I'll admit. It certainly is. It fills me with so much joy to see someone bitten by the fishing bug, or perhaps lured in is more fitting here. Well, never mind. You can now trade your hard-earned points for even more items. Congratulations. Now go out there and proudly fish like a man possessed. And so I shall. Thanks, Annabelle. Sehr cool. Gut, ihr Lieben, dann werden wir beim nächsten Mal an dieser Stelle weitermachen. Also ich werde nicht in ihm hier bleiben, aber wir gucken uns dann noch an, was Annabelle so im Angebot hat und werden ja dann nochmal nach Norsha zurückreisen und da die restlichen Kleckerecken noch mitnehmen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!